Zurück bei Dark Souls. Wir sind noch im Feuerbandschrein, aber im Off sind auch wieder Nukular und Fox bei mir. Hallo. Moin, willkommen zurück. Wir haben ja Greyred verloren und wir kennen ja die Patches. Der kennt Greyred ja und der hat einen neuen Dialog für uns. Hey, what happened to Greyred anyhow? I haven't seen him at all lately. Well, if you know where he's scurried off to, be sure and tell me. I need to stock up, and if he's gone and croaked, he'll have left a gold mine. Jetzt bin ich aber völlig unsicher, ob wir es ihm sagen oder ob wir es ihm nicht sagen. Sag's ihm. Echt? Okay. Off to Lothric, the castle of no return. That old thief's lost it if he thinks he has a chance in there. It's not like he's new to this game. What's got into him? That old thief. He's really lost it this time. That old okay. Haut Greyred jetzt auch ab, haut Patches jetzt auch ab dahin. Wenn ich das Gebiet neu lade. Nicht? Oh, okay. Dann muss ich es gar nicht versuchen. So. Was ist denn unser neues Ziel? Also, wir haben jetzt alle vier Lord of Cinder getötet. Was heißt, wir machen uns jetzt quasi auf den Weg in den allerletzten Abschnitt des Spiels. Genau, wir machen uns jetzt auf den Weg in den allerletzten Abschnitt des Spiels. Und zwar haben wir jetzt alle vier Lord of Cinder getötet. Das heißt, wir müssen jetzt die ehemaligen Fürsten zurück auf ihren Thron setzen. Was heißt, du gehst jetzt zu den Thronen hin? Thronier? Achso, ich weiß nicht, wie die Mehrzahl ist. Thronen. Thronen, Tröne. Thronessen. Thronii. Thronii. Thronessen. Thronessen. Genau, einigen wir uns auf Thronessen. Nee, der deutsche Duden ist so Thronanten. Einfach. Der deutsche Duden ist so simpel. Throns. Garantiert. Nee, das glaube ich nicht. Hallo? Das wird nur bei Fremdwörtern gemacht. Fürstenasche darbieten. Ich finde es übrigens, wo wir jetzt schon mal dabei sind, echt cool irgendwie, wie diese einzelnen Throns, wie auch immer, alle vom Design her an die jeweiligen Bosse erinnern. Oh. Kann ich da was machen? Achso, liegt nur eine Nachricht, okay. Echt, die erinnern an das Design vom Boss? Der von Jorm zum Beispiel ist einfach ein verdammt riesiger Thron. Und der glüht, ja, daneben stimmt. Der ja. Von den Abyss-Watchern, der ist halt voll mit Schwertern. So, ein bisschen dann gehen wir über uns oder so. Und auf der anderen Seite, was haben wir da? Ja gut, der von hier, ach, ich vergesse mal, wie der heißt, der verbrannte Typ. Der hat so ein... Lutlath, genau. Der Stuhl sieht auch so ein bisschen verbrannt aus und der hat auch so eine verbrannte Kutte da drüber liegen. Und der erste... Was gab es? St. Aldrich of the Deep. Der sieht relativ langweilig aus, was ich was. Ach man, warum renne ich hier mal wieder runter? Hat Lutlath eventuell auch einen neuen Dialog, wo wir jetzt alle vier Aschen haben? Hey, Lutlath! Könnte gut sein. Aha, that returned. And a fine day it is. So. Nee, anscheinend nicht. The eyes show a nee. What is. Hat er nicht. The eyes. Hadernisch. So, ich renne jetzt zum siebten Mal hier hoch. Das stand ja auch in einer der alten Beschreibungen vorher drin, dass wer nicht freiwillig herkommt, der soll quasi als Asche zu seinen Throns gebracht werden oder so ähnlich, ne? Genau, das steht immer so als Abschlusssatz meistens in den Schlüssel-Items drin. Ja. Ah, okay. Und der letzte. Und jetzt kommt. Und jetzt guck in die Mitte. Sekunde. Oh, sie läuft da runter. Was macht sie? Ja. Was tut sie?
Nein, sie wartet jetzt am Zentrum des Feuerbandschreins auf dich. Es ist auch wieder so ein kleines Ding, so ein ganz, ganz kleines Detail, was im Spiel quasi abläuft, wenn du die letzte Fürstenasche platziert hast, dass sie dann aufsteht oder anfängt loszulaufen zum Zentrum. Und ich finde solche Details, die halt innerhalb des Spiels passieren, während du selber im Spiel bist. Also keine Cutscene, kein nichts. Ja. Sowas finde ich immer mega gut. So man, ja, finde ich auch cool. Dann rede ich oder mal so mit dir. Ne? Ja. Was wolltest du, Fox? Was sagst du? Ich habe gerade nur an Bloodborne in Cathedral Ward gedacht, wenn man mit Ariana redet und die Nonne quasi rüberguckt. Das ist ein Detail, das fällt einem nie auf, wenn man es nicht weiß. Das ist voll gut, ja. Das stimmt. So. The five lords sit their five thrones. All thanks to thee, most worthy of lords. Ashen one, with the lords as thy witness, bend thy knee afore the bonfire's coiled sword, and let the lord's embers acknowledge thee as their true heir. A true lord, fit to link the fire. Okay, ist klar. Ashen one, if thine heart should bend, kill me, and strip these eyes from my person. Okay, das kennen wir. I will return as it is. Farewell, Ashen one. Mayst thou thy peace discover. Knien. Übrigens, Hedda, die Feier... Noble Lords of Cinder. The fire fades. And the lords go without thrones. Surrender your fires to the true heir. Let him grant death to the old gods of Lordran, deliverers of the first flame. Ofen der ersten Flamme. Ha, der Titel des Ortes sollte dir schon bekannt vorkommen direkt. Ja, so Dark Souls-mäßig bekannt. Also ist das hier wirklich... dann wurde das Ding ja wirklich auf der allerersten Feuerstelle gebaut. Oder nicht? Wurde es das? Ja, wenn das hier der Ofen ist. Wie sieht denn der Raum aus, wo du momentan... Er sieht sehr aus wie der Feierlingsschrein, aus dem ich gerade komme. Nur okay, halt dann geh mal raus. Dann geh mal raus. Alles kaputt gemacht. Keine Sorge, du kannst... Ich weiß nicht, ob das nur wegen Gameplay ist oder auch so Sinn macht, aber man kann jederzeit in das normale Feierlingsschrein zurückkehren. Ja.
Komme ich gerade noch ein bisschen hier um, aber alles ist, glaube ich, eingestürzt. Man kann nur an den Thronen rumlaufen. Man sieht hier auch immer wieder solche Säulen, so ähnlich wie in den Ofen der ersten Flamme aus Dark Souls 1 mit diesen seitlich abstehenden Stalaktiten quasi. Hm. Ich weiß nicht, ob du sowas jetzt schon mal gesehen hast. Bin auch nicht rausgegangen, ich bin auch drin. Okay. Jetzt gehe ich raus. Hm. Oh, 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 oh. Ah, da hinten ist dieses komische Mal und wir sehen das noch deutlicher. Alter, was ist denn da los? Ah, ich glaube, irgendwie ist alles durcheinander geraten hier so ein bisschen, oder? Da, da, ich glaube, da hat jemand Katamari gespielt in Lothwick. Ich habe da ein bisschen an Inception oder sowas gedacht. So ähnlich ist es tatsächlich auch. Also, wir haben ja erfahren und wir haben. Oder Inception. Oh, Inception. Ich werde wegteleportiert. Ich wollte nur gerade sagen. Inception. Also, es ist. Also, wir haben das ja in. Also, in Dark Souls 1 wurde das noch nicht thematisiert. Aber vor allem in Dark Souls 2 und ganz besonders in Dark Souls 3 war das halt das Thema. Je näher das Ende des Feuers eben ist, desto stärker fällt die Welt in sich zusammen, wortwörtlich, und zieht halt vor allem auch die einzelnen Königreiche oder die einzelnen Gebiete durch Raum und Zeit immer zentraler zum Feuerbannschrein oder zum Ofen der ersten Flamme hin. Mhm. Deswegen konnten wir ja auch alle Lord of Cinder quasi in einem Rutsch sozusagen eben finden und besiegen. Obwohl wir ja eine ungefähre Zeitangabe haben, wie lange es circa dauert bis, also von Entzündung des des ersten Feuers bis hin zum Zeitpunkt, wo es sich dem Ende nähert. Und diese Zeitangabe haben wir aus Dark Souls 1, wo ja Framed sagt, nach über 1000 Jahren wurde das Lord Vessel wieder gefunden. Ach. Und das ist so ungefähr die Zeitangabe, in der das dauert, vom Entzünden des ersten Feuers bis hin zum Ende hin. Wobei er auch vermutet wird, dass die Zeitabstände jedes Mal verkürzt werden, je öfter das Leuchtfeuer oder das erste Feuer eben entzündet worden ist. Wirkt so ein bisschen so wie so eine Halbwertszeit oder so, die immer. Ja, das ist umgedreht Halbwertszeit. Also die Halbwertszeit wird ja immer länger. Nee, warte. Nee. Nee, kürzer. Wird kürzer, genau. Auf. Ist doch richtig. Fox und ich hocken hier an einem Bonfire. Ich wurde irgendwo hin teleportiert und da war dann ein richtiges Bonfire. Ich war gerade schon verwundert. Mhm. Warum ich denn einfach so wegteleportiert werde. Guck dich mal um, du müsstest noch hier irgendwo direkt ein zweites Leuchtfeuer sehen. Ja, da steht schon dran, da kann ich mich zum Trümmer auf und teleportieren lassen. Genau, das machen wir jetzt aber nicht. Komm ich daher? Das ist, nein, der Trümmerhaufen ist tatsächlich der Start vom zweiten DLC. Ah, okay. PDF. Ich habe mich vorhin auch gewundert, weil ich habe den zweiten DLC noch nie gespielt bisher. Ah. Ich kenne nur den ersten. Deswegen dachte ich vorhin, hey, warum sind hier zwei Leuchtfeuer? Aber fast wäre es mir rausgerutscht. du hast zwei Zugänge zum zweiten DLC. Der eine Zugang ist eben hier am Ende des Spiels und der zweite Zugang ist am Ende des ersten DLCs. Aha. Ah, von denen habe ich auch schon mal gehört. Aber allein schon, dass der Zugang zum zweiten DLC hier im Ende des Spieles ist, sollte dir eine ungefähre Ahnung davon geben, wie hart das zweite DLC ist. Ja, total einfach. Ja, voll easy. Oh Gott. Okay, der erste Try gehört ja wieder Helle. Achso, das ist ein Boss. Gut zu wissen. Spoiler! Hallo, mein Freund. Seele der Asche. Jetzt muss ich ihn nochmal besiegen? Ja. Au! Das dauert zu lange, den Angriff.
hat mich nur einmal leicht getroffen. Jetzt hat er mich getroffen. Das war zu spät. Fuck. Ja, dreimal leicht ist auch tot, ne? Ah, oh. Diese Schwungattacke, die dauert zu lange. Ich denke mal, der endet die vorher, aber nein, die dauert einfach viel zu lange. Das ging ja schnell. Ja, weil er mich, diese scheiß Schwinger, der ist halt kacke. Das kann jetzt ein bisschen weit hergeholt sein, weil aber? Du da eventuell auch wirklich nicht dran denkst. Aber kann dir sein Gegnerdesign so ein bisschen bekannt vor Jorm. Irgendwoher? Emika sah da aus wie Jorm so ein bisschen für mich gerade. Oh wow. Daran habe ich als erstes auch gedacht, aber es ist tatsächlich etwas, was du vielleicht jedes Mal gesehen hast. Nee, nicht unbedingt. Du hast da wahrscheinlich die Disc die ganze Zeit in der Ach so. PlayStation liegen. Ja, ja. Die sehe ich nicht. Nee, das ist quasi das Signatur, also dieser, das Gegnerdesign vom letzten Boss ist quasi der dritte auf dem Cover von Dark Souls. Ah, okay. Das ist quasi der Signaturritter, wenn du so sehen willst. Mm. Mm. Der Signature-Boss. Der Signature-Boss. Ja, jetzt wird's aber einfach. Weil so schwer wirkt er gerade nicht auf mich. Ja, mal gucken, ob das einfach wird. Ja, der erinnert mich, der hat mich gerade vom Move, hat er mich total an den Prinzen erinnert. Weil das wieder so ein Timing-Schlachten ist. Na, da werde ich ja wohl wieder sterben, was? Ich versuch's nicht zu tun, diesmal. Ja, oh, oh. Jetzt muss ich ja wieder aufpassen, wo ich hinrolle. Stehen neben mir, Leute. Au. Ja, diese Attacke, die dauert zu lange. Fuck, shit. Oh nein, Heather. Ja, ich war noch in der Animation. Ich war noch gar nicht raus aus meinem Schlag. Der kann ja alle Attacken, der Arsch. Nicht nur alle Attacken. Du musst dir vor allem mal das Moveset von dem anschauen. Hat er auch alle Movesets durcheinander, oder was? Jein. Also, er hat die Movesets... Ich würde nicht zu viel Fake nehmen, Nuki. Lass uns das Header erstmal alleine so ein bisschen erleben und mal gucken, was er dazu sagt. Das finde ich ganz... Entschuldigung, ich wollte nicht ins Wort fallen. Nein, alles gut. Alles ja, gut. Auch Nukular darf nicht spoilern. Nee, ich glaube, ich weiß, worauf Fox hinaus will, aber das ist nicht das, was ich sagen wollte, sondern es ist vielmehr... Ja, es ist vielmehr, dass der Boss nicht die exakten Movesets, aber... er hat quasi das Moveset des Spielers. Ah, das wollte ich doch sagen. Egal. Ach so. Das ist schon ein harter Spoiler, ja, doch. Aber da wirst du gleich noch merken. Also. Ich dachte, du wolltest auf die zweite Phase anspielen. Nee, auf keinen Fall. Er hat eine zweite Phase noch einen Spoiler. Nein, er hat viele Phasen. Er hat sehr, sehr viele Phasen. Ich glaube, die zweite Phase wollte gerade schon starten, als wir gestorben sind. Streng genommen ist ja, es nicht die zweite Phase, aber ja, ja. Ich weiß, was du meinst. Ja, ich habe nicht an. Will sie ihn an, Mann? So. Boah, der ist so schnell, ne? Man will eigentlich nur. Rein, einmal piekst und raus, aber in der Zeit hat er sich schon umgedreht. Ja. So, jetzt habe ich ein Timing raus, nice. Jetzt Kacker. Au! Ha, nice, Lucky. Oh, das macht schon gut Schaden. Ja, bei dem Schaden ist klar, dass er die Aggro wechselt. Lass uns den bisschen in die Mitte wieder ziehen. Au. Was? Oh, guck mal, er bewegt sich wie ein Dieb. Er benutzt, das erinnert sich doch an den Ring aus Teil 1, über den ich ja. Hatte. Benutze nee, das ist nicht der Ring. Also benutze das Moveset. Oh, doch, das ist der Ring.
er macht das Flickflack auf jeden Fall. Benutzt er das Moveset von demjenigen, auf den er aggro ist? Hin. Mist. Mann. Naja, ich hab ja in diesem Spiel hab ich keinen Dark Root Ring. Also er... Au. Jetzt macht er eine heilige Attacke. Vorsicht. Ja. Komm zu uns. Ja, lass mir den ruhig auch mal ein bisschen hier. Ich kann auch mal draufhauen. Ich will ein bisschen mehr in die Mitte ziehen, damit wir uns nicht noch verkeilen. Oh, jetzt hat er einen Magier. Oh, Kamehameha! Oh, Vorsicht! Das sieht gut aus. Jetzt hat der Nuki Saiyajin Move. Ja. Auf den kann man ausweichen. Oh, der ist down. Hey! Arsch! Zurück! Weg hier! Cheetah! Und jetzt hör mal auf die Musik, Hedda. Oh, ja, acht auf die Musik, bitte. Oh ja, irgendwas mit Klavier gerade. Oh! Und das Moveset gehört auch zu der Musik. Ich weiß auch nicht, welche Musik das ist. Oh, also ich Hedda. Weiß nicht, wo das zu gehört. Ich erkenne das nicht wieder. Also ich erkenne wieder, dass wir das kennen, aber ich weiß nicht, wo es zugehört. Keine Sorge, kannst du dir erstmal darauf zu überleben. Ja, und ihn zu töten, ne? Lass Nuki in Ruhe. Au! Effektgewitter! Was ist los? Wo bin ich? Okay, ich bin tot. Ach, das war ein Griff. Ach, das war ein Griff, okay. Das war eindeutig. Lol. Nee, das war kein Griff, das war eine Combo. Aber ich war in der Luft, das war doch praktisch ein Griff. Nee, er hat dich halt in die Luft geschleudert. Aber ja, in der Luft ist halt deine Hitbox noch aktiv. Ich meine, im Endeffekt ist es quasi ein Griff, weil ich krieg dauerhaft Schaden und kann nichts tun. Ich denke, dass du das jetzt vielleicht nicht so gut erkannt hast, ist ein bisschen uns zu verschulden, weil wir diesen Kampf einfach nicht häufig genug gemacht haben. Jeder Dark Souls 1-Spieler wird diesen Kampf dutzende Male gemacht haben beim ersten Mal. Diesen und Kampf? Die Musik sofort wieder erkennt. Ach so, ja, das kann sein, ja. Also die Musik nur meinst mal du, als, okay. Ja, die Musik. Nur mal so als kleiner Hinweis, vielleicht kommst du ja selber drauf. Der Boss heißt Seele der Asche. Er kopiert quasi die verschiedenen Movesets, die ein Spieler haben kann. Von normalem Schwert bis Magier, bis Pyromant, ja. Bis Lanzenträger, bis Säbelträger und so weiter und so fort. Dieb hatten wir anscheinend auch dabei. Genau. Was quasi die verschiedenen Spielstile der einzelnen Spieler sozusagen repräsentieren soll. Ja. Genau. Der Spieler im Spiel eine gewisse Rolle. Der Spieler ist ja, wird er selber zu einem Lord of Cinder eigentlich. Genau. Was heißt, er kombiniert quasi die ganzen Movesets der vorherigen Lord of Cinder, wenn du es so sehen willst. Ja. Und als allerletzte Maßnahme versteift er sich nur auf ein Moveset mit einer Waffe und dann ändert sich auch dementsprechend die Musik. Ja, das hilft mir jetzt aber alles noch nicht, hier zu erraten, wer das ist. Okay. Das ist alles Info, ist, die wir, dass er gar nichts Neues erzählt. Das wussten wir alle schon. Ist doch geil. Ist doch gerade ein bisschen viel Input und. Ja, aber gut, dass er die Movesets von den anderen benutzt und so weiter, das wussten wir jetzt aus dem letzten Kampf ja schon. Woran soll man das helfen, zu erraten, wer das ist? Und gut, da gebe ich dann auch Fox tatsächlich recht. Er bedient sich quasi den Fähigkeiten und den Angriffen des allerersten Lord of Cinder. Ah, okay. Also ist es das Moveset von Grin. Ja, richtig. Genau. Und auch die Musik von Grin. Und ja, wir haben den Kampf nur zweimal gemacht also, oder so. Also nicht. Ja, genau. Das meinte ich. Es ist nicht exakt dieselbe Musik, aber es sind halt die Anleihen darin, gerade das mit dem Klavier. Das Klavier, ja. Ich wusste nicht, irgendwo habe ich das schon mal gehört, aber... Das ist auch so eine typische Dark Souls-Plattform-Sache, dass der letzte Boss, den du
traurigste Musik eigentlich hat. So die ruhigste und traurigste Musik in allen Bossen. Er hat wieder gewechselt, auch mal ein Stil erst Magier. Er macht Bubbles. Auf wen gehen die? Ah, die Bubbles gehen aber nur auf Nukular. Ah, jetzt auf mich. Oh, ganz gefährlich, die Akku zu ziehen, wenn der Bubbles draußen hat. Weg, weg, ja. Weg. Schön, oh, wegbleiben. Gute Idee. Weg. So, Gwyn. Du Penner. Ah, geht auf Luki. Kann man ja auch parieren wie Gwyn? Oh, nein. Kann man okay. nicht. Okay. gut zu wissen. Sonst hätte ich es doch glatt versucht. Das war lustig. Entschuldigung. Ah. Nicht mit mir. Nein, lass das! Vergiss es! Nice. Aua. Weg vom Host. Ja, da. Oh oh. Das ist der Pfeil, den Gwyn im Intro macht, den die Drache. Ja. Komm her, Feigling. Was hier kein Fall. Schön rausgestackert, Leute. Nice. Oh. Ja, komm das zu Papa. Sieht sogar genauso aus wie der wenigen erinnerten Intro von Dark Souls. Echt nice umgesetzt. Au! 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 Nein, weg, oh, weg, weg, weg! Ich muss weg! Nein, tot. Ah, der wieder die Combo erwischt. Ja, diese Combo ist halt scheiße. Du kommst halt nicht mehr raus. Wir waren aber schon da drin. Der ist gerade gestorben, oder? Hä? Er ist gerade gestorben zum zweiten Mal. Gestorben. Nein, er, der Boss. Nicht ganz. Er ist gerade bei mir zusammengefallen. Doch. Ich hab ihn noch gelegt. Ja. Aber es war, glaube ich, noch zu spät. Das war zu spät. Glaube ich, schon zu spät. Wir machen das nochmal. Ach, das wäre aber auch lahm gewesen, wenn er jetzt tot gewesen wäre, oder? Aber die Kombo ist echt fies, weil du kommst ja nicht mehr raus, wenn du einmal in der Luft bist. Ist richtig gemein. Du kannst halt versuchen, Kreis zu spammen, in irgendeine Richtung drücken und Kreis spammen. Vielleicht hast du Glück, dass du das richtige Timing triffst, dass du früher wieder aufgerichtet wirst. Hä? In der Luft? Ja, du müsstest eigentlich auf dem Boden aufknallen. Wenn du auf dem Boden triffst und in dem Augenblick Kreis drückst, so. Hast du eine sehr, sehr schnelle Recovery. Ah, bevor der dann das Schwert runterstößt, okay. Ja, er staggert dich halt recht lang hoch, deswegen in solchen Momenten spamme ich immer Kreis und hoffe, dass ich überlebe. Wartet mal, bevor ihr reinrennt. Mhm. Ja. Dann würde ich euch nämlich gerne mal buffen. So. Buff mich. Einmal. Recovery und Schaden. Geil. Das gegen. Ach, für Schaden, okay. Gegen Schaden, für Schaden. Ja, gegen Feindschaden oder für unseren Schaden zum Schaden. Na, streng genommen ist es tatsächlich gut. Der öffnet aber gut. Der öffnet sehr gut. Sehr cool. Ficker. Ja, wir haben ihn aber. Luki zieht aber die Akku aus. Ah, direkt einfach zwei. Buffy, genau. Buffy im Bann der Asche. Hey, wieso gehst du auf mich? Ich hab dich gar nicht angegriffen. Der wechselt auf mich. Ah, zu viele Effekte auf dem Bild. Ah, irgendwie krieg ich's gar nicht. Oh, Header. Ja, ich weiß. Oh, fuck. Ich hasse, wenn er den Lanzenträger macht. Ja, die Phase ist echt gemein. Bleib doch mal stehen, verdammte Axt. Was? Nein! Was? Oh. Und wieder Lanze. Penner. Dreht er sich einfach um und haut mit der Axt zu, mit der Lanze einmal voll zu. 3/4 HP oder so hat er mich abgezogen damit. Arsch. Ah, das ist ein cooler Bosskampf. Ich mag den sehr, sehr gerne. Ja. Was hast du denn gerade in dem Moment gemacht, als er dich getroffen hat? Nix. Wieso? Wie nichts. Das war das Problem, ich bin nicht ausgewichen.
Ja, ja, aber du musst irgendwas gemacht haben, weil der Sound, als er dich getroffen hat, war ein bisschen anders. Du hast einen Counterfeit gefressen. Okay, vielleicht habe ich irgendwie noch zugehauen oder so, reflexartig, keine Ahnung. Das gucken wir uns später in der Wiederholung an. Einmal bitte die Wiederholung. Wir machen so Schiedsrichter so. Oh Mann, ich schuss dich voll in das Mikrofon. Wir machen hier diese Ding hier, dann machen wir Wiederholung. Was meinst du, was du für Adrenalin hast, wenn du das ganze Spiel No-Hit durchgespielt hast? Oh nein, ich hab vergessen, dass du noch machen willst. Aber hat mich, glaube ich, erreicht. Ich glaube, oder? Glaube ich aber auch. Nochmal, lass dich nicht so scheiße öffnen, du Kackboss. Ah! Geht auf dich, Alter. Ja, ja, es ist immer blöd, wenn... Wenn der im Moment die Richtung wechselt, wo gerade Nukulas Bubble eintrifft, dann siehst du das nicht. Oh, Magier. Vorsicht, Magier. Ja. Ah, geh doch mal auf mich. Und jetzt Vorsicht, Hedder. Ja, genau, ja. Auf dich. Oh, Stagger. Ah, zu spät. Komm her. Was kannst du, Rege? Du musst eigentlich mal meine Combo einsetzen gegen ihn, ne? Oh, er hat Pyromantie. Mehr ja. Schaden. Oh, Lucky. Gut ausgewichen. Ah, schön. Next. Jetzt weg. Bisschen Zeit haben wir. Naja. Die lahme Socke machen wir platt. Hab ich da gerade das Sarilein lachen hören? Nein, nein. Ich dachte gerade schon. Oh nein! Unsere Katze hat nur ihre 5 Minuten. Oh oh. Boah, das sieht so geil aus, der Blitz, ne? Ja. Aber wo kommt der runter? Gar nicht. Das war ein direkter Angriff. Lucky! Boah! Geht auf mich. Geht auf Fox. Ne, auf Blah wieder. Ah, oder nicht ab, du Scheiß! Oh Mann! Endboss! Aua! Oh nein! Alles gut. Ah, diesmal da kein Pflanze mischt mit. Nein, nein, der hat Gott sei Dank auf mich gezielt. Das war aber knapp. Ey, der haut immer aus meiner Combo ab, der Arsch. Tu den Gefallen und heil dich, Nuki. Ah, sehr gut. Oh, gut übernommen, Header. No. Nein! Stagger! Sehr gut. Sauber. Sind wir da? Super. Da kommt der Blitz. Achtung. Nach oben. Auf mich. Aua. Header. Aua. Ah, das ist weit weg für die Combo. Ja. Explosion. Ah. Ups. Ah, oh, drin im Kreis. Und ich renne rein. Ich hab sehr ihn. Gut, yes. Sehr gut, sehr gut, sehr gut, sehr gut. Oh, GG. Au, du Arsch. Was für kaputt. Ein schöner Kampf. Seele der Fürstin. Sonnenlichtmedaille. Oh, GG, Leute. Oh, GG. War sehr schön. Fupp. So. Seele der Fürst, wo Hedda. Bist du? Ja. Bevor du jetzt noch, also du kannst jetzt natürlich gerne die Seele noch durchlesen. Danach aber quitte mal das Spiel. Geh aus dem Spiel raus, komplett. Okay. Why did? Weil wir jetzt am Ende sind. Und du jetzt wieder die Auswahl hast zwischen zwei Enden. Achso, ich soll meinen Speicherstand speichern. Ah, okay. Genau, richtig. Sag das doch einfach.
Ich weiß leider, also wir werden auch nur ein Ende uns anschauen und dann machen wir den DLC, würde ich sagen, damit was ein bisschen verteilt ist. Aber ich glaube, ich schaffe nicht mal mehr ein Ende, ehrlich gesagt. Oh ja, es ist halb. Du hast vollkommen recht. Ist es schon so spät? Oder das war auch der Plan, okay, ne? Dass wir ein Ende uns quasi vor den DLCs anschauen und das andere Ende dann nach den DLCs. Also genau habe ich mir jetzt darüber keine Gedanken gemacht. Wichtig ist jetzt halt auf jeden Fall nur, dass Heather mal diesen aktuellen Speicherstand in die Cloud sich hochlädt oder auf den Stick oder sonst irgendwie, dass wir auf jeden Fall uns zwei Enden zumindest mal anschauen können. Wichtig ist, dass ich jetzt erstmal das Item lese. Deine Seele. Die Seele der Fürstin. Eine der verdrehten Seelen von Stärke erfüllt. Benutzen, um zahlreiche Seelen zu erhalten. Wandeln, um ihre wahre Kraft zu extrahieren. Seit Fürst Gewinn, dem ersten Aschefürsten, haben viele hochrangige Fürsten die erste Flamme gebunden. Ihre Seelen haben sich als Verteidiger der Flamme manifestiert. So, das heißt, ich rufe die Verhüterin jetzt nicht. Obwohl das Symbol da ist. Alles klar. Dann muss ich mal eben hier... Ja, aber du hast das Symbol ja schon mal gesehen, aber ja. Trete mal noch ganz kurz ans Leuchtfeuer ran, ohne es zu aktivieren. Mhm. Erste Flamme binden? Oder was? Genau. Also hier haben wir jetzt erste Flamme binden und... ich habe noch keinen Speicherstand gesaved, ne? Feuerhüterin. Ja, das ist okay. Musst ja auch nichts machen. Bitte nichts machen. Jetzt so. Einfach nur ganz regulär das Spiel verlassen. Ach so, okay. Gut. Dann machen wir auf YouTube einmal einen Cut hier und sehen uns gleich in der Folge wieder. Bis gleich. Bis gleich.